Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen kunterbunten Haul. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und ihr seht auch schon tatsächlich hier ein Produkt, worauf ihr schon Ewigkeiten gewartet habt. Und zwar gibt es in diesem Video tatsächlich den Parfüm-Miniaturen-Adventskalender zu gewinnen. Das ist dieses schöne Schätzchen, was ich hier mal so an der Seite aufgehangen habe. Ich habe die ganzen Parfüm-Miniaturen in den Clairin-Adventskalender gepackt und drin sind, ich glaube, von 3 ml oder 4 ml bis maximal 10 ml verschiedene Miniaturen drin. Narciso Rodriguez ist damit drin, Versace ist damit drin, Roberto Cavalli habe ich damit drin, alles Mögliche. Ne? Also ganz viele verschiedene Parfüm-Miniaturen. Und ja, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich sehe zu, dass ich den Adventskalender dann auch ganz, ganz schnell verschickt bekomme. Ich kann es aber nicht versprechen, dass er dann auch wirklich zum 1.12. bei dir eingetroffen ist, aber ne? Wie gesagt, steht unten in der Infobox. So, ich habe hier den ganzen Tisch voller Sachen stehen. Man sieht es tatsächlich auch schon so ein bisschen in der Kamera. Ich würde sagen, ich starte jetzt auch einfach mal mit dem Produkt, was ich hier habe. Das wurde mir in der Kooperation zugeschickt tatsächlich. Ja, moin Sammy. Und zwar ist das ein Filztannenbaum. Ja, Sammy, der mobst sich auch die ganze Zeit so diese Filzdinger davon runter und rennt damit durch die Gegend, als gäbe es keinen Morgen mehr. Der ist relativ günstig, ne? Ich glaube, der kostet 10... Ja, ich glaube, der kostet nur 10 Euro. Ich glaube, der kostet keine 20 Euro. Und ja, man bekommt den halt in so einem Karton geliefert und kann den selber zusammensetzen. Denn diese einzelnen Teile, die hier dran sind, sie sind einfach nur mit Klett befestigt. Das ist total praktisch und so kann man den sich dann so gestalten, wie man das gerne haben möchte. Kleiner Mann, das ist nicht für dich. Das ist Deko. Ich weiß noch nicht genau, wo ich den hinhängen werde. Wahrscheinlich an meine Tür hier, damit ich hier auch in diesem Raum so ein bisschen was Weihnachtliches drin habe. Vielleicht hänge ich den auch von außen an die Tür, muss ich mal schauen. Der hat nämlich oben einfach so eine Schlaufe und ja, man kann den auf Amazon kaufen. Verlinke ich euch unten in der Infobox und mir wurde er halt einfach geschickt, damit ich den so im Video mal zeigen kann, wenn ich möchte. Und ja, hier ist er. Ich habe mir gedacht, passend zu der Verlosung von dem Parfüm-Adventskalender und zu meinem Haul, den ich hier so habe, kann ich ihn hier auf jeden Fall mal zeigen. Der ist wirklich riesengroß. Ich weiß nicht, wie groß, ein Meter oder 1,50 Meter, ne? Nee, Meter. 1,50 Meter ist er nicht. Aber ja, ich finde, das ist eine schöne Alternative. Einfach zu irgendwelchen Klebebildchen oder sonst irgendwas, weil du hast ihn einfach dann für immer. Ne? Also da muss man dann halt auch wirklich mal so ein bisschen schauen. Und den kann man sich ins Fenster hängen, weil der halt super, super leicht ist. Ich musste den ein bisschen plätten, weil der halt ja gefaltet ankommt. Ne? Aber das ist nicht schlimm. Das hast du ja halt bei Filz, ist klar. Ne? Und ich finde, der macht eigentlich jetzt gerade ein schönes Bild im Hintergrund. Ne? Eigentlich könnte ich den ja auch jetzt die ganze Zeit so lassen, so als mein Weihnachtstannebaum oder so. Genau, aber ich wollte hier meinen Raum demnächst auch umstellen. Also zum nächsten Jahr werde ich hier ein bisschen meinen Raum umstrukturieren, dass quasi dann das Sonnenlicht von dem Fenster, was hier ist, dann quasi frontal kommt. Also ich will da irgendwie meinen Schreibtisch hinstellen. Also mein Schminktisch, ne? Aber da muss ich schauen, wie ich das hinkriege. Ja, die beiden Sachen schon mal vorab. Dann habe ich tatsächlich, ich zeige euch, Sammy, warst du das? Was machst du da? Musst du aufpassen. Hm? Dann habe ich etwas zugeschickt bekommen von Anonymous Jewelry, also anonymer Schmuck quasi. Das ist eine Firma, die sitzt in England und das ist ein Schmuckabo, was man abschließen kann. Also du kannst dir eine Monatsbox bestellen und die kostet zwischen 13,50 Pfund und 22 Pfund. Und da sind dann 2 bis 4 Schmuckstücke drin. Also je nachdem, welche Form du wählst, hast du 2, 3 oder 4 Schmuckstücke drin. Und das wird dann entsprechend deinen Wünschen zusammengestellt. Und ja, ein Schmuckabo. Und da habe ich jetzt einfach mal zum Testen was zugeschickt bekommen, um euch zu zeigen, wie die Qualität ist und wie das halt so überhaupt aussieht. Also diese Verpackung finde ich sehr, sehr schön. Dieses Holographische kommt jetzt in der Kamera ein bisschen schwierig. Und hier ist so ein Klebi drauf. Thank you for your order. Finde ich total süß. Und genau, als sie mich angeschrieben haben, habe ich auch gesagt, hey, Schmuck im Abo finde ich total spektakulär. So, als erstes haben wir einen Brief. Huch, ein bisschen mehr als nur ein Brief. Genau, ich habe die Variante für 17 Pfund. In der Farbe Silber und Gold. Also ich habe dann 3 Schmuckstücke hier drin. Hier steht auch drin, was für Schmuckstücke hier drin sind und was der Wert ist. Und das finde ich cool. Also die 3 Produkte, die hier drin sind, sollen einen Gesamtwert von 48 Pfund haben.
Achso, in Euro umgerechnet ist ja quasi 13 Pfund 50 ungefähr 15 Euro und 22 Pfund müssten dann ungefähr 25 Euro sein. Dann habe ich hier noch ein Kärtchen mit bei. Wishing you a wonderful holiday season. Ja, die kommt jetzt ja gerade, ne? Deswegen kommen auch solche Kooperationen gerade auch sehr, sehr praktisch, muss ich gestehen, ne? Weil sowas ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Jewelry always fits, das stimmt. Also Schmuck passt irgendwie immer. Habe ich heute auch Schmuck um, ja. Your purchase made our day and we hope this package brightens yours. Also vielen Dank, dein Einkauf hat unseren Tag erhellt und wir hoffen, dass dieses Päckchen auch deinen Tag glücklich macht. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was hier drin ist. Wir haben hier Pretty Things Inside, steht hier wieder drauf. Also schön eingepackt, so eine Schatulle tatsächlich. Sehr gut eingepackt, also ist gut. Und das sieht echt schön aus, ne? Anonymous Jewelry haben wir hier auch nochmal draufstehen. Und ich denke, das ist quasi dann die Box, die man ins Abo-Box bekommt. Guck, so sieht das aus. Kann man so rausziehen. Oh. Okay, zuerst ist hier so eine Kette. Die mag ich leiden. Die finde ich richtig, richtig schön. Die ist Gold und hat so Pünktchen auch mit drauf. Die gefällt mir. Vor allem ist das so eine Wendekugel hier drauf. Wenn man die umdreht, dann hat man so einen Stern und das kennt ihr ja von mir. So eine Kette habe ich ja auch mit so einem Nordstern, ne? Finde ich total schön. Ja, Nordstern heißt das, glaube ich, ne? Wenn die so 8 Viecher sind und in der Mitte ist dann nochmal so ein Punkt, finde ich total cool. Also die finde ich toll. Ist so von der Länge halb lang, also nicht so kurz wie die Kette ist, die ich umhabe, sondern dann so ein bisschen länger, aber auch nicht extrem lang. Finde ich wirklich schön und von der Qualität her, muss ich sagen, fühlt die sich auch gut an. Ich weiß nicht, was das für ein Material ist, ne? Es ist schon Modeschmuck, aber es ist jetzt nicht super günstig oder sowas, und aber auch nicht super teuer. Was haben die denn geschrieben? Das ist eine Gold-Plated Praler Necklace für 18 Pfund. Also 18 Pfund würde die normalerweise kosten. Das wären dann so ungefähr 20, 22, 23 Euro, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Doch, das würde ich auch im Laden dafür ausgeben. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwelche Mondpreise ausgerufen werden. Das entspricht schon dem, wie es halt ankommt. Also das stimmt, finde ich gut. Hat man manchmal ja auch etwas anders. Und hier haben wir dann noch so ein kleines Säckchen mit dabei. Und da sind dann wahrscheinlich die anderen beiden Schmuckstücke mit drin. Es ist super süß. Ich meine, stell dir das mal vor, jeden Monat packst du dir dann mal so ein bisschen Schmuck aus. Kannst einfach dann schauen, ne? Oh. Okay, das ist Silberschmuck. Oh. Also da scheint sich jemand auch wirklich intensiv meine Videos angeschaut zu haben, denn das finde ich total cool. Das sind Ohrringe, die passen mega zu der Kette, die ich auch in vielen, vielen Videos schon getragen habe. Das sind solche Ohrringe, das sind so Mini-Kreolen. Oh, ist das geil. Und die haben halt auch wieder dieses Polarstern-Design. Ist das schön? Warte mal. Warte, lauf nicht weg hier. Warte. Okay, ich versuche das. Ich kann sowas nicht gut präsentieren, muss ich ja ehrlich sagen, ne? Kann ich das so machen? Sieht man das so? Ich weiß es nicht. Ja, das müsste man jetzt einigermaßen sehen können. Das sind so auch wieder diese Nordsterne. Und oh, ist das schön. Die passen halt richtig gut zu der Kette. Dann hast du hier auch noch diese Glitzer mit drauf. Das hast du auch nochmal auf den Sternen mit drauf. Die sind toll und die sind auch schön groß. Also das wird bei mir auch passen, weil ich habe ja ein bisschen größere Ohrläppchen. Etwas voluminösere Ohrläppchen, das ist halt so. Die sind mega schön, die gefallen mir. Das ist echt klasse, habt ihr toll ausgesucht, Leute. Und die sollen einen Wert haben, Silver Plated Star Earrings, 16 Pfund. Und da reden wir dann auch wieder von ungefähr 20 Euro. Doch, doch, das kommt wohin. Die hätte ich mir auch so gekauft, wenn ich die irgendwo vorher gefunden hätte. Ne? Dann hätte ich auch gedacht, boah geil, das passt voll gut zu meiner Kette. Hätte ich mir die auch gekauft. Und jetzt habe ich hier noch was mit drin. Das wird dann wahrscheinlich ein Armband sein, oder? Nee, Silver Plated Beaded Coin Necklace. Es ist noch eine Kette. Cool. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, gut, wenn du jetzt so ein Abo hast, wo du 3 verschiedene Sachen bekommst, dann bekommst du wahrscheinlich, aber das finde ich gut, weil ich nicht so der Ultra-Armbandträger bin, ne? Dass du dann halt eine Kette bekommst, ein Armband und einen Ring. Aber nee, dem ist nicht so. Oh, das ist eine lange Kette, oder? Nee, warte. Schön, das ist so eine Layered-Kette. Witzig. Also das ist so eine
silberne Kette, die vom Stil her ist, wie das Armband, was ich hier gerade um meinen Arm trage, so mit diesen zwischengesetzten Punkten. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Und unten dran hat die einfach einen Coin. Also, ne, das ist ja auch total modern, dass man einfach so einen Coin hat. Und das ist so eine Zwei-Lagen-Optik, diese Layered-Optik. Und die wird dann ein bisschen kürzer sein. Also wahrscheinlich ja, ungefähr so lang wie die, die ich trage. Vielleicht ein ganz kleines bisschen länger. Dieses untere Teil mit dem Coin mag ich unfassbar gerne leihen. Also Leute, da habt ihr euch was Schönes ausgesucht. Ich hatte nämlich auch vorher geschrieben, ja, also ich mag ja eigentlich lieber so etwas dezenteren Schmuck und mittlerweile traue ich mich halt immer mehr, auch ein bisschen mehr anderen Schmuck zu tragen. Und daran haben die sich echt orientiert. Also vielen, vielen Dank, liebes Anonymous Jewelry Team. Und ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Richtig, richtig cool. Und es wäre echt eine Überlegung wert für mich, da auch ein Abo abzuschließen. Es ist aus England, es ist gar nicht mal so weit weg und es ist einfach eine schöne Qualität, ne? Das ist, ja, Modeschmuck, ne? Aber es ist schon, es fühlt sich schon schön an und es sieht einfach auch echt toll aus. Mag ich leiden. Das entspricht auf jeden Fall meinem Geschmack. Cool. Kommen wir zu dem nächsten. Das ist aber tatsächlich ein Geschenk gewesen, was Sammy bekommen hat. Ich war gestern ganz erstaunt. Ich habe hier so ein Paket angeliefert bekommen. Da habe ich so auch gerappelt und habe auch gedacht so, hä, das scheint irgendwie ein Adventskalender oder sowas zu sein. Habe das ausgepackt. Ja, es ist ein Adventskalender, den Sammy geschenkt bekommen hat. Und zwar, wie sich später herausstellte, von der lieben Marie. Den hat die uns nämlich geschickt. Das ist dieser hier. Und der ist von der Marke Animal Lovers. Da konnte man einfach ein Tierfoto oder ein Foto von seinem Liebling drauf kopieren oder halt drauf drucken lassen. Digital Print ist das. Hat ja, ich habe hier den Lieferschein nämlich liegen. Und ja, den wird Sammy dann tatsächlich in der Weihnachtszeit bekommen. Ne? Da hast du drin Mini-Koteletts, Mini-Knabberknochen, Käsesnacks und Panino-Röllchen. Also wer vielleicht noch nach einer coolen Idee sucht, um sein Haustier oder sein Freund, seine Freundin, wie auch immer, irgendwen glücklich zu machen, um das dann halt weiter zu verschenken, weil meistens schenkt man es einem Menschen, der das dann seinem Haustier gibt. Ich finde es herrlich und ja, es ist schön. Also vielen, vielen Dank, liebe Marie, da freut Sammy sich tierisch drüber und ja, dann hat Sammy auf jeden Fall jetzt seinen Adventskalender. Ich mache jetzt mal weiter mit Asam Beauty. Da habe ich nämlich ein bisschen was bestellt. Und zwar ist das diese Tüte. Asam, also wir haben jetzt gerade den 22.11., also die Black Week fängt jetzt quasi gerade richtig an. Es wurden schon sau viele Rabattcodes und so weiter gepostet. Ich schaue mal, was der aktuelle Rabattcode oder die aktuelle Goodie-Aktion bei Asam Beauty ist. Ich habe mit denen ja auch immer mal wieder eine Kooperation, was ich total cool finde. Aber ich bin auch tatsächlich selber dort Kunde. Und als ich die Wundertüte dort bestellt habe, die ich euch hier oben im E-Mail verlinken kann, habe ich mir auch noch diese Tüte mit bestellt, was so ein ziemlich cooles Ideenset als Weihnachtsgeschenk sein könnte, aber für mich auch tatsächlich etwas, was ich gerne demnächst mal mit euch zusammen ausprobieren will. Und zwar, okay, aber ich habe mir halt noch was zusätzlich bestellt außer diesem Set, aber das gucken wir uns mal an. Magic Finish, genau, ich möchte nämlich so eine Art Full Face Asam Beauty machen. Oder im Asam, ne? Magic Finish Eyebrow Designer und den habe ich mir bestellt in der Farbe Light Brown. Das ist dieser hier. Die Sachen kommen immer sehr, sehr gut verschlossen hier an und deswegen mache ich das einfach jetzt mal auf. Also immer alles sehr eingeschweißt, damit nichts während des Transportwegs dann flöten geht. Ich weiß nicht, außer in den Drogerien wüsste ich jetzt auch gar nicht, wo man das im Laden kaufen kann. Also wenn man wirklich vor Ort sowas kaufen möchte. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare rein, ob ihr wisst, wo man sowas sonst kaufen könnte. Ob es da extra auch Läden oder sowas für gibt. Weil ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es so extra Asam Beauty-Läden gibt. Weiß ich aber nicht. Genau, jo. Das ist jetzt einfach mit entfernter Folie. Das ist jetzt relativ unspektakulär. Aber ich mache das mal auf. Ich möchte die nämlich mit euch mal zusammen swatchen. Ich finde, dass Asam Beauty oder im Asam vor allem ein richtig schönes Produktdesign hat. Ich mag dieses Rose Gold. Das haben wir auch gleich noch bei mehreren Verpackungen. Dann haben wir hier auch ein Spoolie mit dabei. Finde ich sehr, sehr schön, sehr hochwertig. Und hier haben wir einen rausdrehbaren Stift. Feiere ich hart. Mag ich immer viel, viel lieber als Anspitzstifte, weil du so halt wirklich nur das Produkt aufbrauchst, was du aufbrauchst und nicht, was du anspitzt. Wenn ihr versteht, wisst ihr, was ich meine. Ja. Oh, eine schöne Farbe, ein schönes, aschiges Hellbraun. Und das kann sehr, sehr gut bei mir werden. Ne, das ist sehr, sehr angenehm. Also für Blondies, wie ich es nun mal bin, scheint das eine gute Farbe zu sein. Da freue ich mich gerade sehr drüber, wenn man sowas natürlich nicht... Ich musste gerade gucken, aber nee, das ist schon komplett zurückgedreht. Ja.
ist immer sehr schwer, eine Augenbrauenfarbe zu treffen, weil mal sind sie zu hell, mal sind sie zu warm, mal sind sie total komisch. Und jetzt habe ich zum Beispiel einen super teuren heute mal verwendet von Giorgio Armani. Sack and Toya, das Moped, das habe ich damals auch nur gekauft, weil es eine Tasche gratis dabei gab bei Douglas. Aber ich finde es immer gut, wenn es auch bezahlbare Produkte gibt, die meine Augenbrauenfarbe matchen. Ja. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Set, wovon ich eben gesprochen habe. Wird natürlich auch in so einer Tasche geliefert. Ich weiß gar nicht, ob ich angeklickt habe, dass ich eine Geschenkverpackung oder sowas haben möchte. Nö, es war auf jeden Fall dieses Täschchen mit dabei. Das kann man auch super weiterverwenden, weil ich das auch so zeitlos finde. Das ist einerseits durch dieses Silber so ein bisschen weihnachtlich, aber durch dieses Apfelgrün ist es halt wirklich frühlingsmäßig. Und das mag ich, das gefällt mir. So eine Probe gab es auch noch mit dabei, die Aqua Intense Supreme Hyaluron Cream mit 2 Millilitern. Ja, sowas bewahre ich auf. Ne? Das kommt da vorne, habe ich eine Sephora-Tüte tatsächlich stehen, da kommt das immer rein. Und irgendwann mache ich dann zur Weihnachtszeit, Leute. Ja, da kommen einige Verlosungen auf Instagram auch bei mir. Folgt mir da auf jeden Fall, falls ihr das noch nicht tun solltet. AI-Like-P, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Genau. Dann wird es da auch mal Verlosungen geben. Ansonsten teile ich da eigentlich mehr so aktuelle Rabattaktionen und sowas, ne? Und poste Dinge aus meinem Leben und so. Letztens habe ich auch noch eine kleine Story gepostet, was mich gerade aktuell so ein bisschen bewegt und so. Ja, genau. Deswegen, ja, finde ich ganz interessant, dass die mit dabei ist, aber ich brauche es jetzt so nicht. So, und jetzt möchte ich hier mal in dieses Geschenkset reingucken. Also das ist zum einen dadurch, dass du sowieso schon, das hatte ich auch auf Insta gepostet, ne, dass du das im Set drin hast, sind die Teile reduziert und günstiger als das, was du einzeln bezahlen würdest. Außerdem ist es so, dass du hier noch Rabatt auch drauf bekommen hattest oder auch immer noch bekommst. Wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt. Kann man super schön verschenken. Ne? Also ist jetzt für Nikolaus, für Weihnachten ganz, ganz tolle Geschenkidee. Dann ist das hier magnetisch, was ich auch schön finde. Du klappst es hoch und hier steht drin, du bist schön. Ich liebe es. Du klappst das nächste hoch und hast dann hier das Geschenkset drin. Das ist schon schön, ne? Also das ist jetzt schwierig in die Kamera zu bringen, weil die sich natürlich jetzt an dem Alu-Gedöns ein bisschen irritieren wird. Aber das kriegen wir hin. So, was wir hier mit drin haben, ist zum einen Magic Finish Volume Lip Balm mit 18 Gramm. Also einfach ein Lippenbalsam. Finde ich sehr, sehr cool. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen Pöttchenlippenbalsams, weil ich das für unterwegs immer ein bisschen schwierig finde, aber das kann man dann als Lippenpflege verwenden, mache ich auch. Von Tease habe ich hier aktuell eins liegen. Dann haben wir hier eine Satin Eyeshadow Palette Magic Finish. Magic Finish ist ja die Reihe, ne? Da habe ich ja auch die Foundation von aus dem Adventskalender, den ich euch auch hier im E-Mail verlinken kann. Und die haben halt, also die sind alle, also ja, vorne anfangen, Claudi. Im Asan ist halt allgemein etwas mehr so auf die Alltagsgeschichte bedacht, um das mal so zu sagen. Das heißt, du wirst jetzt nicht irgendwie ein großes Rampampam hier finden, nicht 5 Milliarden Farben in einer Palette, sondern es ist alltagstauglich. Du hast ein Magic Finish, was du dir drauf machen kannst, was super schnell funktioniert. Zack, fertig. Musst du nicht groß verblenden, einarbeiten oder sonst irgendwie ein Tüdelü machen. Es ist einfach schon direkt auf der Haut. Genauso verhält es sich dann auch bei Blush, Bronzer, Highlighter und halt auch der Lidschattenpalette und hoffentlich auch bei dem Augenbrauenstift, wie ein Träumchen. Das heißt, du hast hier nicht 5 Milliarden Farben zur Auswahl, sondern du hast die Farben, die man einfach schnell verwenden kann. 4 Stück an der Zahl und damit einfach einen schnellen Eye-Look für zwischendurch. Finde ich auch vollkommen legitim, wenn ich so an den Alltag denke. Wenn ich dran denke, dass ich mir irgendwelche aufregenden Instagram- oder YouTube-Looks oder sonst irgendwas schminken möchte, möchte ich schon ein bisschen mehr Kraftwurm haben. Oder wenn ich mich in meiner Freizeit durch meine Passion halt mit dem ganzen Schminkengedönsen einfach ein bisschen mehr austoben will, dann mag ich es auch lieber, wenn ich einfach knalligere Paletten habe. Wenn es aber darum geht, mal eben schnell morgens was zu machen, möchte ich nicht 2 Stunden im Badezimmer stehen, um nachher halt auszusehen wie aus dem Ei gepellt, habe ich keinen Bock drauf. Bin ich ehrlich, ne? Also ich sag's auch immer wieder, zur Arbeit verwende ich auch immer nur Mascara, weil ich einfach sonst morgens da keinen Bock drauf habe. Ist so. Aber wenn ich dann abends um 5 nach Hause komme, dann setze ich mich hier hin und packe mir ein bisschen Farbe ins Gesicht. Einfach, ne, weil das halt so mein Ding ist. Aber auf der Arbeit würde ich zum Beispiel auch nicht so, nö, würde ich mich nicht so krass für fertig machen, nicht so krass für schminken. Zum einen, weil ich morgens da keinen Bock zu habe und dann irgendwie um 5 Uhr aufstehen müsste, wo ich echt nie, gar nicht. Und zum anderen, weil ich, weiß ich nicht, mich dann damit wahrscheinlich auch ein bisschen overdressed fühlen würde auf meiner Arbeitsstelle. So, genau, wir haben hier, so wie ich das sehe, auch tatsächlich nur matte Töne, aber damit kann man auf jeden Fall was Schnelles zaubern. Ich weiß gar nicht, nee, einen Highlighter habe ich mir, glaube ich, nicht mit in dem Set bestellt. Muss ich mal schauen, wie ich dann da an so einen Highlighter komme, wobei der helle Ton auch aussieht wie ein
sehr highlightender Ton. Also von daher kann das auch wo was werden. Oh, schließt magnetisch. Sehr schön. Doch, doch, der hat Schimmer mit drin. Ach, perfekt. Das passt doch. Genau, also der helle Ton, der ist auch ein leicht schimmernder Ton. Den kann ich tatsächlich sogar mir als Highlighter umfunktioniert vorstellen. Also wenn ich mal ganz... Ja, tatsächlich, ne? Weil die auch gar nicht so ultra krass pigmentiert sind. Ansonsten ist es schwierig, Lidschatten als Face-Produkte zu verwenden, weil die zu krass pigmentiert sind. Aber da kann ich mir das vorstellen. Doch, ich glaube, das kann gut werden mit uns beiden. Und dann habe ich noch in diesem Set einen Blush mit drin. Und somit hat man schon mal so einen kleinen Einblick in das M-Asam-Team. Sortiment, so. Das ist das Satin Blush. 11 Gramm sind hier drin enthalten, was ganz schön viel ist für einen Blush, finde ich. Aber es ist cool, ne, wenn du es wirklich täglich verwendest. Ich habe die Farbe Peachy Rose hier mit drin. Und hier haben wir auch wieder eine ähnliche Aufmachung, so ziemlich genau die gleiche, ne? Genau, wie bei der Lidschattenpalette. Die gucken wir uns auch mal an. Ach, schöner Ton. Ne? Cool finde ich auch, dass du da Spiegel mit drin hast, weil du das dann halt auch wirklich für schnell to go dazwischendurch hast. Ich habe jetzt meinen Zeigefinger ein bisschen sauber gemacht und gehe hier mal rein. Oh, schöner Ton, richtig, richtig schöner Ton. Der kann was sein, da. Der ist intensiver pigmentiert, als ich dachte. Aber wenn ich den mal so ein bisschen ausblende, oh ja, richtig. Der hat auch so einen leichten Schimmer mit drin. Das heißt, da braucht man eigentlich so nicht unbedingt einen Highlighter mit bei. Cool. Und man hat dann halt noch so eine Geschenkverpackung, ne? Das finde ich, also die hast du halt, die behältst du halt, die ist gut. So, ein bisschen was zeige ich euch noch und dann würde ich sagen, mache ich da ein paar Teile einfach aus diesem Haul, ne? Dass es jetzt nicht so exorbitant lang wird. So kann ich dann die einzelnen Sequenzen in Ruhe machen und ihr könnt euch das in Ruhe anschauen und ich überflute euch nicht so mit Informationen. Ich glaube, das ist ganz nice. So, ich habe auch noch ein bisschen was bestellt bei Catrice tatsächlich, weil Catrice, ich weiß gar nicht, was das soll. Also Catrice, Essence, die hauen jetzt ja gerade zusammen eine LE raus und haben dann separat auch noch LEs rausgehauen. Irgendwo schön, ja. Andererseits denke ich mir, es ist eine kleine Überflutung auf dem Markt, meiner Meinung nach. Weil ich persönlich als Creator hier oder als jemand, der euch die Produkte präsentieren möchte, ich komme gar nicht hinterher. Also bis ich die Produkte hier habe und ein Video gemacht habe, sind die Produkte im Laden schon im Sale. Und das finde ich nicht gut, tatsächlich. Also das spricht für mich dann auch nicht so nach Klasse, sondern das ruft eher nach Masse. Und das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen... Weiß ich nicht, ob ich überhaupt dann in Zukunft so die ganzen LEs mir auch, ob ich da immer so hinterherrennen möchte. Ich glaube es eher weniger. Hier habe ich aus der Limited Edition Caviar Gauche nämlich was bestellt. Also man kommt auch gar nicht mehr hinterher, wie die eigentlich alle heißen, jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Genau, das ist ein Pinsel. So ein Kabuki, so ein etwas größerer und ich liebe die Pinsel von Catrice, deswegen musste der natürlich auch mit. Und ich hatte auch ein paar Sachen bestellt, weil ich auch Adventskalender packe. Eigentlich wollte ich heute Adventskalender packen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich möchte sowas ja auch gerne in Ruhe mit Freude machen. Also ja, fühlt sich super schön an. Ist aber für mich halt, ne, meistens eher so Deko, weil... Ich weiß gar nicht warum, aber ich arbeite in letzter Zeit halt sehr viel mit Face-Paletten. Da brauche ich mit sowas nicht ankommen. Dann brauche ich einen kleineren Pinsel. Und sowas kann ich halt wirklich nur nehmen, wenn ich ein großes Puder habe und einen großen Bronzer. Und dann kann ich mir das halt großflächig aufgeben. Hier habe ich übrigens ganz schlecht verblendet. Sagt mir das doch mal einer. Gut, dass ich gerade einen Pinsel in der Hand habe und dass ich so mit meinen Haaren machen kann. Die Palette auf meinem Gesicht war nicht günstig. Das ist die Hourglass-Palette, Leute. Die neue, ne? Sauteuer Teil. Egal, auf jeden Fall ist das der Kabuki und ich finde den schön. Doch, ist halt so abgeschnitten. Der ist nicht rund. Also wir hatten ja auch schon von Catrice einen. Der steht noch irgendwo da hinten. Der ist halt so sehr groß gewesen aus der Sommer Limited Edition. Ne? Und der ist halt ein bisschen abgerundet. Den nehme ich einfach zum Streicheln. Den werde ich nicht zum Schminken verwenden, weil das für mich keinen Sinn ergibt. Okay, dann habe ich hier noch zwei Lippenprodukte, die mich einfach angesprochen haben. Das ist einmal in der Farbe 1001 Rose Spectacle. Die Farbe ist einfach sehr, sehr gefällig. Die mag ich gerne leiden. Das ist so ein schönes, helles Peach, was ich echt schön finde. Ne? Also sowas kann man im Alltag gut tragen. Ich finde es sehr, sehr wenig hier drin, aber in Anbetracht der Tatsache, dass sie so viel raushauen, haben die wahrscheinlich auch extra etwas kleinere Produkte gemacht, damit man sie auch irgendwann mal aufbrauchen kann. Hat jetzt einen sehr minzigen Duft tatsächlich. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich auch so ein bisschen plumping sein. Auf der Haut ist der aber einfach durchsichtig. Also da ist jetzt nicht groß was zu vermerken. Man sieht es gar nicht, ne? Nö, ich sehe es so auch nicht wirklich. Es glänzt ein bisschen.
Aber das finde ich nicht schlimm. Also sowas mag ich ganz gerne, so auch so generell, ne? Ich weiß gar nicht, muss das irgendwas Spezielles? Volumizing Lip Booster, ja. Das wird auch so ein bisschen plumping sein. Riecht nach Kaugummi, also nach Menthol-Kaugummi. Und dann habe ich noch die Farbe 1002 Delicate Dream. Das ist so ähnlich, aber halt eher so ein Lip-Topper. Der hat auch ein bisschen Sparkles mit drin. Sehr grob sieht das Ganze aus. Ich hoffe, dass es nicht zu intensiv ist. Bist du auch Volumizing? Ja, und den kann ich mir tatsächlich auch jetzt mal über meinen nudefarbenen Lippenstift mal drüber geben. Ganz wenig Produkt drin, Leute. Das ist krass. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich habe von hier bis hier zwischen meinen Fingern quasi, ne, Luft. Hier unten ist Produkt und da oben ist Produkt. Das ist sehr, sehr interessant befüllt. Ja, die Glitzerpartikel gehen auf jeden Fall klar. Es fühlt sich ein bisschen an, als hätte ich mir was Frisches gerade auf die Lippen gegeben. Das gefällt mir. Ein Milliliter ist da auch nur drin. Also das hast du teilweise in einem Wimpernserum oder auch in einem krass. Oder in einem Eyeliner, ne? Also da ist richtig wenig Produkt drin. Ich denke, dass das tatsächlich auch mal was sein kann, ein Lippenprodukt, was ich aufbrauchen werde. Ein Milliliter. Das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Aber gut. So, das sind die beiden Lippenprodukte. Und dann habe ich mir noch Nagellacke geholt. Und da weiß ich bei einem jetzt schon, eigentlich bei beiden, ne? Ja, den hier von der KVR Gauche Limited Edition 1002 Eternal Shine, der erinnert mich nämlich sehr an den Ballet Slippers, nur halt noch ein bisschen mehr ins Peachige. Ich denke, dass ich den auch in einen Adventskalender geben werde, aber wahrscheinlich sogar in Kombi mit dem hier, mit der 1001 Flirty Glitter, weil der sah auf der Homepage nicht so grob vom Glitzer aus, wie er jetzt tatsächlich ist. Ich habe jetzt übrigens auf meinen Nägeln aktuell die Limited Edition von Essie drauf. Genau. Ja, deswegen, das ist nicht unbedingt ja, etwas, was ich jetzt brauchen würde. Aber für Adventskalender nehme ich es gerne. So, dann habe ich noch zwei Produkte, die ich euch gerne zeigen würde. Und dann würde ich auch einen Cut machen und dann später weitermachen. Zum einen habe ich hier den Highlighter, auch aus der Limited Edition. Wie oft kann man dieses Wort sagen? Den fand ich eigentlich ganz schön. Finde ich auch nach wie vor. Und ich finde, dass die Catrice Highlighter auch sehr gefällig sind. Der könnte mir gegebenenfalls ein bisschen zu dunkel sein. Und Kaviar Gauche ist ja auch, glaube ich, eine Brand, mit denen die da zusammengearbeitet haben, die so ein bisschen designermäßig unterwegs ist. Deswegen auch so ein ganz aufregendes Pressing hier drin. Und den swatche ich mal, weil der so ein bisschen ins eisig-rosé-mäßig ist. Also ein sehr, sehr kühler Highlighter. Habe ich normalerweise nicht so, aber es ist zur aktuellen Zeit eigentlich gar nicht so verkehrt. Oh, der ist aber schön. Ja, ich liebe halt die Highlighter von Catrice, weil die so gut sind, ne? Aber wenn man das so sieht, wenn ich meine Hand bewege, könnte es durchaus sein, dass es so ein bisschen zu dunkel auf meinem Gesicht werden könnte. Aber das muss ich sehen. Wir haben aber ein schönes Packaging. Wir haben hier wirklich einen schönen Spiegel mit drin. Und ja, dieses Goldene da vorne drauf ist ganz nice. Finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen unvollständig, um ehrlich zu sein. Ne? Aber das ist nur meine Meinung. Und dass es eckig ist, finde ich übrigens auch gut. So, jetzt muss ich meine Hand mal sauber machen, denn jetzt kommen wir zu der Lidschattenpalette. Ich mache das ja immer relativ grobmotorisch mit einem Handtuch neben mir, wo ich nicht irgendwie Feuchtigkeit oder so dran habe. Und zwar gibt es auch die Kaviar Gauche Lidschattenpalette. Die finde ich vom Packaging nämlich richtig, richtig schön. Ei, was finde ich die schön? Das kann die Kamera auch, glaube ich, gar nicht so richtig fokussieren, weil das ja so dermaßen abgeht mit diesem ganzen Glitzer und Funkelgedönsen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass mir das abbricht, aber ich hoffe, die haben das gut festgeklebt. Das sind so ganz viele kleine Glitzersteinchen, die man halt so in Modeschmuck auch drin findet. Und die haben die dann in allen möglichen Richtungen hier draufgeklebt, was ich super, super schön finde. Und allein das hat auch schon mal einen richtig krass hohen Wert. Aber die war nicht so ultra teuer, ne? Also das finde ich schon bemerkenswert und die finde ich allein schon von der Verpackung her bemerkenswert schön. Und hier haben wir 9 verschiedene Farben drin. Mit denen kann man auf jeden Fall einen super tollen Alltagslook schminken. Ich habe auch schon viele von meinen YouTube-Kolleginnen gesehen, die damit auch schon was geschminkt haben. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, boah, Claudia, ganz ehrlich, ne? So schnell, da kannst du gar nicht hinterherkommen. Aber ich kaufe es ja nicht nur, um das zu zeigen, sondern halt auch, um es zu verwenden. Um mal ganz ehrlich zu sein. Es sind jetzt keine Töne, wo ich sage, oh mein Gott, die habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Wir haben überwiegend Schimmertöne. Wir haben 1, 2, 3 matte Töne. 1, 2, 3, 4, ich sag mal, satinierte Töne. Und 2 richtige, die ich gar nicht mag. Diese ganz, ganz losen Glitzerviecher. Einen großen Spiegel, eckige Palette finde ich total klasse. Aber wir werden auf jeden Fall diese losen Glitzertöne swatchen, wo man vorsichtig reingehen muss.
Das ist halt auch so eine Geschichte, die hast du überall im Gesicht nachher sitzen. Das heißt, das ist definitiv, wenn man bei dieser Palette diese beiden Glitzertöne mit verwenden möchte, eine Geschichte, die man vor der Foundation verwenden sollte. Denn ansonsten siehst du aus und am besten sogar mit Glitter Glue verwenden, denn ansonsten siehst du aus, als hättest du mit einer Disco-Kugel gekuschelt. Dann swatche ich hier auch mal diesen Ton, der mich sehr an den NARS Orgasm oder an den Sleek Rose Gold Glow Highlighter, sag ich mal, erinnert. Und dann gehe ich jetzt nochmal in diesen dunklen Ton da drunter rein, diesen flaumigen Aubergine-Ton, der ebenfalls etwas satinierter ist. Und so schauen die Töne aus. Ihr kennt das, ich swatche am liebsten Schimmertöne, ne? Genau. Dann haben wir hier das Silber, das Rosa? Nein, Violettschimmer? Weiß ich nicht. Und die beiden satinierten Töne, ja. Es ist jetzt keine Palette, wo man sagen müsste, von den Farben her, ich brauche es jetzt safe und ich muss es unbedingt haben. Bin ich ehrlich, ne? Also, gerade weil ich diese Glitzertöne halt wirklich schwierig finde. Aber wenn man wirklich diese Glitzertöne haben will und wenn man, ne, einfach eine Palette haben möchte, mit der man halt einen schnellen Alltagslook schminken kann, was man hiermit auf jeden Fall machen kann, ist es vielleicht mal eine Überlegung wert, weil die sieht im Schminkschrank doch eigentlich ganz gut aus, ne? So mit diesen Glitzerviechern drauf ist es schon ganz schön. Ja, und das ist das, was ich meine, ne? Wenn ich jetzt versuche, diesen Kram hier von der Hand wegzukriegen, ich habe jetzt hier ein feuchtes Tuch, das ist kein Abschminktuch, das ist so ein Putztuch, ne? Du kriegst halt nicht von der Hand weg, ne? Das ist da immer noch überall drauf und glitzert da vor sich hin. Das ist schwierig, weil ich mich dann halt auch so ein Stück weit frage, ist das Ganze dann fürs Auge auch so gut? Weil wenn du es auf dem Auge hast und das dann irgendwann mal versuchst abzuschminken und das dann aussieht wie Sau, na, ich weiß ja nicht, bin ich sehr skeptisch. Man kriegt es nicht runter. Ich werde nachher Hände waschen. Dann wird es runtergehen, hoffe ich. Ja, und das war's mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Denk auf jeden Fall an die Verlosung von diesem Adventskalender. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!